Auch Wohnen in der Erde hat seinen Preis. Mit einem Volltreffer beim Kreuzchen machen könnte man sich auch noch mehr leisten. Hier sind sie, die Gewinnzahlen vom Mittwochslotto. Ziehung A, 10, 12, 28, 34, 38, 43, Zusatzzahl 23. Ziehung B, 8, 13, 19, 29, 40, 44, Zusatzzahl 33. Und Gewinnzahl Spiel 77, 0, 2, 0, 2, 9, 9, 0. Diese Angaben wie immer ohne Gewähr. Wissenschaftler im Beobachtungszentrum Pasadena in den USA haben neue Bilder der Venus vorgestellt. Die Aufnahmen stammen von der Raumsonde Magellan, die seit 2 Jahren den Planeten umkreist und Daten zur Erde sendet. Der Planet ist zwischen 41 und 250 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Auf den Bildern ist ein Vulkan deutlich zu erkennen. Steile Abbrüche zeigen Veränderungen der Oberfläche der Venus. Die Mission der Magellan soll noch bis 1995 dauern. Das Wetter, der Herbst, scheint sich schon anzukündigen. Ein Wolkenband folgt dem nächsten, daher auch morgen erwarten wir wechselnde Bewölkung. Während Nordeuropa von atlantischen Tiefausläufern gestreift wird, bestimmt im Süden eine Hochdruckzone das Wetter. In der Nacht ist es bedeckt und es zieht ein Regengebiet durch. Die Temperaturen 14 bis 10 Grad. Am Tage dann Wolken und Schauer mit fast schon herbstlichen Temperaturen 16 bis 20 Grad. Und passend dazu der Wind mäßig bis frisch aus Südwest bis West. So viel für heute, einen schönen Abend noch und tschüss bis morgen. Liebe Zuschauer, wussten Sie, dass Sie Fernsehprogramme aus vielen europäischen Nachbarländern in exzellenter Qualität auf Ihre Mattscheibe bekommen können? Satellitenempfang macht's möglich, mit Hilfe von Parabol- oder Flachantennen, die jetzt schon weniger Kosten verursachen als ein Kabelanschluss. Dies und vieles andere mehr möchten Ihnen Jean Pütz und seine Mitarbeiter in der nachfolgenden Hobbythek das Fernsehen als private Informationszentrale vorführen. Viel Spaß! Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur Hobbythek. Sollten Sie Ihren Urlaub schon hinter sich haben, ja, dann kann ich Ihnen nur herzliches Beileid wünschen. Dann geht es Ihnen allerdings so wie mir und ich will versuchen, Sie mit dieser Hobbythek ein wenig zu trösten. Nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Sollten Sie aber die schönsten Wochen des Jahres noch vor sich haben, dann freuen Sie sich. Besonders dann, wenn Sie zu Hause bleiben, haben wir eine Fülle von Anregungen für Sie parat. Aber auch für diejenigen, die in die Ferne schweifen, da bieten wir so manch Interessantes. Wussten Sie schon, dass Sie selbst in abgelegenen Gegenden Europas viele Ihrer Hörfunkprogramme in Stereoqualität empfangen können? Ja, Sie haben sogar die Möglichkeit, fast alle geläufigen Fernsehprogramme in deutscher Sprache zu empfangen. Gleich, ob Sie Ihren Urlaub am Mittelmeer verbringen oder im Norden sozusagen hier von Ungarn angefangen über die Tschechoslowakei, Polen bis hin nach Skandinavien. Während früher die UKW-Wellen die Programme gerade im Umkreis von winzigen 60 Kilometer verteilen konnten, ist heute europaweiter Radio- und Fernsehempfang über alle Grenzen hinweg möglich. Von einem einzigen Sender, der oben im All 36.000 Kilometer über dem Äquator auf einem Satelliten positioniert ist. Und schon im vorigen Jahr, zur gleichen Jahreszeit, haben wir diesem Thema hier eine Sendung gewidmet. Seitdem hat sich aber so viel getan, dass wir meinen, dass wir Ihnen eine Menge neuer Informationen schuldig sind. Wenn Sie vorhaben, sozusagen Ihren Empfangshorizont zu erweitern und zwischen Kabelanschluss und Satellitenempfang noch schwanken, dann erhalten Sie heute von uns wertvolle Entscheidungshilfe. Unter Umständen kann nämlich Satellitenempfang jetzt schon erheblich preiswerter sein als das Kabel. Die zum Teil internationale Programmvielfalt, die Sie dann auf Anhieb bekommen, eröffnet Ihnen völlig neue Möglichkeiten der Nutzung Ihres Fernsehers. Die Glotze verwandelt sich dann in eine höchst effiziente persönliche Informationszentrale. So kam unser für die Hobbythek vielleicht etwas untypischer Titel zustande. Zunächst möchte ich aber noch einmal kurz auf die Juni-Hobbythek zurückkommen. Wir haben da ein hervorragendes Sonnenschutzmittel vorgestellt. Vielleicht erinnern Sie sich, es ist unser Solarprotect. All diesem sind wir von der Hobbythek auf die Idee gekommen, es völlig konservierungsstofffrei abzufüllen, in Sprühdosen pasteurisiert.
Gleichzeitig ist es uns aber auch gelungen, eine Firma zu finden, die diese Spraydosen im Pfandsystem wiederbefüllt. Nun, das ist eine schöne Sache, aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Da uns diese Methode relativ kurzfristig eingefallen ist, konnte die Firma, die das Ganze abfüllt, nicht genügend Gebrauchtests durchführen. Dadurch passierte es, dass auf die Dose hier ein Ventil kam, das leider häufig verstopft. Sie können mir glauben, ich habe mich in meinem Urlaub am meisten darüber geärgert. Diejenigen, denen es auch so ergangen ist, möchte ich um Verzeihung bitten und sie auffordern, mit der Dose in den Laden zu gehen, wo sie sie gekauft haben und dann einfach das Ventil durch ein anderes zu ersetzen. Dann funktioniert das wieder absolut einwandfrei. Ich hoffe, dass damit dieses leidige Problem gelöst ist. Ansonsten haben wir aber für das Solarprotect, aber auch für unser neues Produkt Bodyprotect von Fachleuten höchstes Lob bekommen. So, jetzt aber wieder zu unserem eigentlichen Thema. Ich darf Ihnen noch meine Mitstreiter von heute vorstellen. Da ist zunächst der Axel Kirstein. Er studiert Nachrichtentechnik und ist Fachmann für Elektronikfragen. Und den Wladimir Riedl, den kennen Sie möglicherweise schon, denn er hat schon einige Sendungen hier mitgemacht, auch moderiert. Er ist der Problemlöser aller kniffligen Organisationsfragen. Und außerdem habe ich mich auch noch der Mitarbeit eines gestandenen Journalisten hier versichert, Thomas Friedrich. Hallo. Der Thomas, der ist vorwiegend schreibender Kollege mit dem Schwerpunkt technisch-wissenschaftlicher Themen, war aber früher auch schon mal beim Südwestfunk Fernsehen. Also ich glaube, wir haben hier ein gutes Team, das Sie optimal informieren wird. Thomas, vielleicht zeigst du unseren Zuschauern mal die Möglichkeiten, die es heute rund ums Fernsehen gibt. Ja, ich muss sagen, dass ich selbst verblüfft war, als ich dies alles für diese Übersichtsgrafik zusammengestellt habe. Mittlerweile gibt es ungeheuer viele Eingangsstellen, mit denen das TV-Gerät gefüttert werden kann. Und heraus quellen inzwischen mehr als nur bewegte Bilder. Selbst das Ohr kommt endlich auf seine Kosten. Denn früher war der Ton stets das Stiefkind der Flimmerkiste. Jetzt reicht die Qualität an die von Hi-Fi heran. Aber bleiben wir zunächst bei dem, was heutzutage alles an Signalen in den Fernseher hineingeholt werden kann. Da ist zunächst die gute alte terrestrische Antenne zu nennen. 1954 begann es mit nur einem Programm, dem ersten. Hier der Vorspann der damaligen Tagesschau. Mittlerweile gibt es Regionen in Deutschland, in denen bis zu 10 Programme direkt über erdgebundene Sender empfangen werden. Entsprechend groß wird dann der nötige Antennenbaum. Das Problem besteht darin, dass die Funkwellen, die diese Programme übertragen, sie liegen im UKW, im UHF und im VHF-Bereich, wegen der Erdkrümmung bestenfalls 60 Kilometer Reichweite haben, selbst dann, wenn sie von höchsten Sendetürmen abgestrahlt werden. Deshalb sind zur Verbreitung eines Programms, zum Beispiel des ersten, in Deutschland bis zu 3000 erdgebundene Sender vonnöten. Für eine terrestrische Vollversorgung mit allen derzeitigen Fernsehprogrammen müssten über 20.000 Fernsehsender aufgestellt werden. Stellen Sie sich vor, was das für einen Wellensalat bedeuten würde. Für private Anbieter wäre da zunächst kein Platz. Tja, und deshalb meinten vor gut 10 Jahren bestimmte Politiker, dass 3 öffentlich-rechtlichen Programme nicht ausreichten. Private Sender müssten her. Und die dafür nötigen Übertragungskanäle könnten nur über Kabel bereitgestellt werden. Mit einem Milliardenaufwand wurden bis heute Hunderttausende von Tonnen Kupfer in die Erde verbuddelt, sodass unsere Nachfahren vielleicht einmal die bundesrepublikanische Erde zum Kupferbergwerk deklarieren könnten. Und trotzdem, das Kabelunternehmen der heutigen Telekom verursachte von Anfang an Riesenverluste. Noch blechen dies die Telefonkunden. Aber wenn es wirklich kostendeckend sein sollte, dann rechnen sich durchaus heute schon monatliche Gebühren von 50 bis 100 D-Mark. Und sollte die Telekom, wie ja in der Diskussion ist, privatisiert werden, dann wird sich das auch recht bald zeigen. Mich wundert es übrigens, dass da noch niemand wegen Wettbewerbsverzerrung vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt hat. Nun, der Bundesrechnungshof, der hat diese Praktiken übrigens schon häufiger gerügt. Das hier ist das Symbol der Satellitentechnik, die im Gesamtsystem unverhältnismäßig billiger ist als alles, was bisher existierte. Damit ist es möglich, mit einem einzigen Satelliten in ca. 36.000 Kilometer Höhe im Weltraum
auf Anhieb zumindest 16 Programme bundes- oder sogar europaweit auszustrahlen. Und es gibt schon Satellitensysteme, die es auf 32 und demnächst sogar auf 48 Programme bringen. Wenn man alle Investitionen und Betriebskosten zusammenrechnet, dann ist die Satellitenverteilung grob gerechnet mindestens 50 bis 100 Mal billiger als die terrestrische Versorgung. Ja, und so ist es kein Wunder, liebe Zuschauer, dass trotz aller Subventionen eine Satellitenanlage schon jetzt ihren Geldbeutel weniger beanspruchen kann als ein Kabelanschluss, zumindest wenn man das langfristig betrachtet. Das gilt übrigens auch für Gemeinschaftsanlagen. Wir haben hier einige Kostenvergleiche vorliegen, die wir im Einzelnen im Hobby-Tipp abdrucken werden. Diesen bekommen Sie wie immer kostenlos zugesandt, wenn Sie uns einen an sich selbst adressierten und mit einer D-Mark frankierten Rückumschlag dieser Größe, das ist wichtig, es muss doppelte Postkartengröße sein, zuschicken. Übrigens, entgegen anderslautenden Behauptungen ist es durchaus möglich, dass Nachbarn sich zusammentun und sich gemeinsam eine Satellitenanlage zulegen, und zwar dann, wenn ihre Häuser bzw. Grundstücke direkt aneinanderstoßen. Nach Fertigstellung der Anlage muss dann allerdings, bisher jedenfalls, ein Prüfprotokoll eingereicht werden. Das hat uns gestört. Deshalb haben wir kritisch nachgefragt, und zwar beim Bundesamt für Post und Telekommunikation. Und noch während der Aufzeichnung dieser Sendung kam dann die frohe Botschaft, dass möglicherweise darauf schon ab September verzichtet wird. Ist doch eine feine Sache. Nun, unberührt davon bleibt allerdings, dass die Anlage bautechnisch fachgerecht montiert werden muss. Sie muss vor allem Wind und Wetter trotzen. Denken Sie daran, an Ihre Verantwortung. Nun, es ist schon faszinierend, liebe Zuschauer. Sobald die Antenne steht, verfügen Sie auf Anhieb über mindestens 20 zusätzlich frei zugängliche Programme und nochmal 6 kodiert, und zwar in deutscher, französischer, englischer, ja sogar holländischer, skandinavischer und Luxemburger Sprache, wichtig, dann kann ich nämlich manchmal wieder meine Muttersprache hören. Und das Ganze praktisch über ganz Europa hinweg. Ich wollte selbst die Probe aufs Exempel machen. Zur Vorbereitung auf diese Sendung habe ich 2 Satellitenanlagen mit in meinen Urlaub auf die Baleareninsel Ibiza genommen. Sobald ich da ankam, habe ich sie ohne Hilfe anderer montiert. Sie sehen es. Das ist zunächst hier eine 100 cm Schüssel. In weniger als 2 Stunden war ich inklusive Montage, Verkabelung und so weiter fertig. Zusätzlich habe ich auch noch diese 38 cm Flachantenne errichtet. Was ich damit empfangen habe, das werde ich Ihnen gleich zeigen. Nun, trotz viel Gepäck und Büchern und Akten, die ich übrigens zum Schreiben meines neuen Hobbythek-Buchs zum Thema Früchte und Getränke benötigte, passten beide Antennen, also hier die Parabolantenne und die Flachantenne, natürlich plus Receiver und hier dem ganzen Montagegestänge ohne weiteres in meinen Mittelklassewagen hinein. Schon vorher hatte ich mich übrigens für 2 Satelliten entschieden, und zwar für einen französischen und für den Astra-Satelliten, der das größte Programmangebot hat und von dessen Ausleuchtzone Ibiza hier noch ganz gut erfasst wird. Das hier ist übrigens der Bereich, in dem Empfang mit einer 80 cm Parabolantenne möglich ist. Deutschland liegt hier im inneren Kreis, da reicht schon ein 60 cm Antennendurchmesser oder eine 47 cm Flachantenne. Nun, aus Sicherheitsgründen habe ich mich dann für die 1 Meter Schüssel entschieden, und die Einstellung, wie man das macht, das haben wir ja eigentlich schon in der vorigen Sendung erklärt, das können wir hier lassen, aber ich weiß, für den Laien ist das nicht einfach und deshalb empfehlen wir in jedem Fall den Fachhandel. Ansonsten schreiben wir das natürlich selbstverständlich auch in den Hobby-Tipp hinein. Nun, in Ibiza musste ich ohne Hilfe auskommen. Wie ich das gelöst habe und dass dort die gleichen Programme wie hier in Deutschland zu empfangen waren, das möchte ich Ihnen jetzt in einem kleinen Film zeigen. Ich hatte das Glück, dass mich mein Kollege Klaus Lohmeier von der WDR-Ü-Wagentechnik in Ibiza besuchte. Den habe ich dann direkt eingespannt, die Kamera zu führen. Hier schließe ich gerade die Justierarbeiten an der Parabolantenne ab. Sie ist, wie gesagt, auf Astra ausgerichtet, der 19,2 Grad östlich, und zwar, wie ich schon eben angedeutet habe, 36.000 Kilometer hoch über dem Äquator steht. Das Antennenkabel habe ich ebenso schon montiert wie die 39 cm Flachantenne zum Empfang des französischen Hochleistungssatelliten TDF, der übrigens 19 Grad westlich positioniert ist, an gleicher Stelle wie der deutsche TV-Sat. Ist doch recht klein und unauffällig, so eine
Flachantenne. So, mein eigentliches Domizil auf Ibiza liegt eine Etage tiefer. Dort möchte ich Ihnen jetzt einmal die Programmvielfalt demonstrieren, die über Astra und TDF erreichbar ist. Und unter Aufsicht gehalten werden. Das ist 1plus, der Brudersender der ARD. Und was heute besonders verwerflich erscheint. Und das Pro7. So, und daran erkennen Sie, dass es RTL Plus ist. Und außerdem Sat1. Sowie Tele5. Und nochmals 1plus. Ja, und dann Dreisat, das Satellitenprogramm von ZDF, ORF und SRG. Es folgen 2 Musikchannels. Und eine Reihe englischer Informations- und Unterhaltungsprogramme. Seit kurzem liegt auch noch 3 auf Astra, ebenso wie 2 reine Sportsender, und zwar in deutscher, französischer und englischer Sprache, Sportkanal und Eurosport. TCC strahlt weitgehend Kindersendungen aus. Für mich besonders attraktiv ist aber der amerikanische Nachrichtensender CNN, der neben Werbung, zugegebenermaßen auf schönen Beinen, vor allem Weltnachrichten rund um die Uhr verbreitet. CNN bekommen Sie nur über Satellit. Im Kabel ist er nicht vorhanden. Dies war nur eine kleine Auswahl von Astra-Programmen. Sie wurden über den Receiver unten im Bild empfangen. Oben darüber ist der Empfänger für den TDF-Satelliten, auf den ich jetzt umschalte. Da haben wir es. Ebenso wie der deutsche TV-Satz strahlt er in der neuen D2-MAC-Norm aus, was wirklich eine bestechende Bildqualität zur Folge hat. Neben dem 2. französischen Fernsehen liegt darauf auch der neue deutsch-französische Kulturkanal 8 und ein in Europa jedenfalls einzigartiger Musiksender mit dem Namen MCM. So, jetzt möchte ich Ihnen noch zeigen, wie schnell Ihr Satellitenempfänger sich in ein grenzenübergreifendes Radio mit UKW-Qualität verwandeln lässt. Wenn Sie einen aktiven Zusatzlautsprecher wie hier aufstellen, dann können Sie sogar den Fernseher völlig abschalten, so wie ich es jetzt gemacht habe. Auf Anhieb bekommen Sie selbst in weiten Fernen, zum Beispiel deutsche Sender wie Radio Europa Info, aber auch den Deutschlandfunk, die Deutsche Welle mit mehreren Programmen, deutsch und fremdsprachig. Und manch solche Klänge aus diesem oder einem anderen lateinamerikanischen Land. Dann Stasat Radio, Radio Luxemburg. Und einen Sender, der letztlich nur klassische Musik aussendet, mit Namen Opus Radio. Und vor allen Dingen aber auch den beliebtesten Hörfunksender Deutschlands, SWF3. Na, ist das nichts? Wie Sie gesehen haben, liebe Zuschauer, habe ich in Ibiza eine sogenannte Aktivlautsprecherbox angeschlossen. Das ist ein Lautsprecher, den Verstärker schon beinhaltet. Und zwar hier hinten direkt an den Receiver. Beim Kauf von diesen Geräten achten Sie darauf, dass die spezielle Audioausgänge haben. Hier ein roter und ein weißer, also für Stereoton. Und natürlich können Sie damit auch Ihre normale Anlage, Ihre normale Verstärkeranlage verbinden. Dann brauchen Sie diese Aktivlautsprecherbox nicht. Trotzdem frage ich mich, liebe Zuschauer, warum die Fernsehgerätehersteller nicht neben dem üblichen Knopf für die Tonabschaltung auch eine Möglichkeit geschaffen haben, das Bild abzuschalten und nur zu hören. Zumindest bei Fernsehgeräten mit Hi-Fi-Stereoton wäre das wirklich eine feine Sache, denn eine solche Bildröhre braucht viel, viel Strom und außerdem hat sie ja auch eine begrenzte Lebensdauer. Ich denke, in Zukunft wird das Fernsehgerät gerade durch den Satellitenempfang immer mehr auch für den Rundfunkempfang genutzt werden. Allein auf dem Astra-Satelliten liegen mehr als 30 Hörfunksender. Ich will Ihnen das einmal zeigen. Das ist zwar das Bildprogramm von Pro7, aber dahinter steckt ein privater Musikkanal, Stasat Radio. Und wenn ich das ja jetzt wieder mache, das ist zwar Sat1,
aber eigentlich hören wir jetzt den Deutschlandsender. Und das ist die Deutsche Welle und so weiter und so fort. Aber, liebe Zuschauer, nicht nur Astra, sondern auch andere Direktempfangssatelliten haben solche Hörfunksender. Zum Beispiel Copernicus. Über den wird ebenso wie über den leistungsstarken TV-Sat, wir haben ihn ja schon angesprochen, der digitale Satellitenrundfunk zusätzlich zu Bildinformation gesendet. Und zwar in einem Kanal haben sie den verpackt. Und der bringt wirklich eine tolle Tonqualität, die der Kompaktdisk absolut entspricht. Da liegen in einem Fernsehkanal 16 einzelne Programme. Und das will ich Ihnen jetzt einmal demonstrieren. Wollen wir dem mal zunächst den Hals rumdrehen. Und jetzt schalte ich mal hier den digitalen Satellitentuner ein. Ich meine, der Ton spricht für sich. Das ist wirklich eine tolle Qualität. Wir haben das in der letzten Sendung im vorigen Jahr zu diesem Thema ja schon sehr ausführlich besprochen. Und für mich ist digitaler Satellitenrundfunk eine ganz wichtige neue Übertragungsmöglichkeit geworden, ganz besonders für klassische Musik. Ich möchte das jedenfalls nicht mehr missen. Nun, über den Hochleistungssatelliten der Telekom, den TV-Sat, können Sie sogar von Ihrer Fensterbank aus, unter Umständen sogar durch das Fenster, mit einer kleinen 19 x 19 cm Flachantenne einen entsprechenden Empfang bekommen. Allerdings würde ich doch dafür tendieren, hier die etwas größere Antenne zu wählen, das 38 x 38, so wie ich sie in Ibiza montiert habe. Nun, die Fernsehprogramme, die Sie damit empfangen können, also vom TV-Sat oder aber auch vom baugleichen französischen TDF, die werden in einer neuen Fernsehnorm, der sogenannten D2-MAC-Norm, ausgestrahlt. Und die bringt ein erheblich besseres Bild. Und ich will das auch mal hier auflegen. Jetzt haben wir praktisch diesen Receiver eingeschaltet. Und Sie sehen, wollen wir mal hier ein paar andere anwählen. Hier, das ist 1+. Und heute am Tag der Aufzeichnung, da beherrscht Olympia die Szene, wie Sie sehen. Das ist wieder Dreisat, das ist Sat 1 und RTL und so weiter und so fort. Ja, aber neben dem wesentlich besseren Bild, liebe Zuschauer, gibt es auch einen erheblich verbesserten Fernsehton, denn der wird digital übertragen. Eine solche Antenne hier kostet mit dem Receiver so etwa 1000 D-Mark, also nicht die Welt. Vielleicht lohnt es sich, das damit mal zu versuchen. So, liebe Zuschauer, das waren eher Einzelempfangsanlagen. Wie steht es aber mit dem Gemeinschaftsempfang? In einem Mietshaus oder gar einer Reihenhauszeile ist es sicher nicht immer sinnvoll, wenn jeder seine eigene Parabol- oder Flachantenne aufbaut. Thomas. Ja, wir wollen Ihnen heute zwei praktikable Lösungen vorführen. Insgesamt gibt es natürlich mehr, die beschreiben wir Ihnen dann in unserem Hobby-Tipp. Die erste ist die sogenannte Multiswitch-Lösung, das heißt Mehrfachschalterlösung. Der Mehrfachschalter steckt hier in diesem Kasten drin. Er ermöglicht es Ihnen, alle Programme, die vom Satelliten eingefangen werden, in sämtliche Wohneinheiten unabhängig voneinander einzuspeisen. Diesen kleinen Multiswitch-Kasten können Sie unproblematisch im Dachgeschoss installieren. Er benötigt nicht viel Platz und auch die Kosten halten sich in Grenzen. Er kostet etwa 150 bis 200 Mark für den Anschluss von 4 Wohneinheiten. Von dort aus, und das ist vielleicht der einzige Nachteil, müssen Sie allerdings in jede Wohnung separat ein Kabel verlegen. Daran brauchen Sie dann jeweils nur noch den Satellitenreceiver über die Antennenbuchse anzuschließen und über diesen Euroscart-Stecker mit dem Fernseher verbinden. Und schon steht Ihnen der europäische Fernsehhimmel offen. Dieses Multiswitch-Gerät ermöglicht es Ihnen, alle normalen Programme über die Dachantenne einzuspeisen. Was die Kosten betrifft, sind pro Wohneinheit 700 bis 750 Mark aufzuwenden. Das ist zwar kein Pappenstiel, aber nur eine einmalige Geldausgabe im Gegensatz zum Kabelanschluss, wo Sie auch noch monatlich zur Kasse gebeten werden. Ja, das brauchen Sie natürlich bei einer Satellitenanlage nicht. Schönen Dank, Thomas. Ja, liebe Zuschauer, die zweite Möglichkeit ist sogar noch etwas billiger. Und zwar nennen wir sie die Einkabellösung. Die hat den Vorteil, dass sie vor allen Dingen montagefreundlich ist, weil das Kabel von Wohnung zu Wohnung hier durchgeschleift werden kann. Genauso wie das eigentlich bei bisherigen herkömmlichen Antennenanlagen schon der Fall ist.
Unter Umständen ist es sogar möglich, die vorhandenen Kabel zu nutzen, die schon liegen, und zwar dann, wenn Ihre Anlage nicht älter als ca. 8 bis 10 Jahre ist und, das ist ganz wichtig, wenn darin neuere dämpfungsarme, doppelt abgeschirmte Koaxialkabel, so heißen diese Antennenkabel hier, eingesetzt sind. Doppelt abgeschirmt heißt, dass hier sowohl ein dünnes Kupferblech drin ist, als auch ein Kupfergeflecht. Nun, eins kann Ihnen dann aber nicht erspart werden. Sie brauchen neue Antennensteckdosen. Und zwar solche hier, entweder für Überputz oder diese für Unterputz. Und Sie sehen, da gibt es 3 Anschlüsse. Einmal für den Satellitenreceiver, ein anderes für den normalen Antennenanschluss und das ist für Hörfunk. Nun, diese Einkabellösung wird möglich durch einen neuartigen LNC. Das ist hier oben das Empfangsteil an der Parabolantenne. Der LNC nimmt die Wellen des Satelliten auf und reduziert gleichzeitig die Frequenz auf ein Maß, damit im Antennenkabel nicht allzu große Verluste auftreten. Schauen Sie hier, wie das Ganze technisch realisiert wird. Hier oben die Parabolantenne. Von da aus geht das Kabel zunächst einmal zu einer sogenannten Spannungsversorgung. Und diese Spannungsversorgung ist eigentlich ein ziemlich hochtrabender Ausdruck für ein ganz kleines Bauteil. Es entspricht in etwa dem Netzteil eines kleinen Kofferradios und kostet auch nicht wesentlich mehr. So, und dann haben wir hier jetzt noch ein zweites Bauteil. Das ist eine Art Verstärker, wie nennen Sie die Einschleuse? Weiche, über das gleichzeitig auch noch die Programme der terrestrischen Antenne eingespeist werden. Und von da an geht es dann zu den einzelnen Steckdosen. Zur dritten Etage, zur zweiten, zur ersten, liegen alle hintereinander bis zum Parterre. Im Prinzip können Sie auch noch mehr anschließen, bis zu 16 Steckdosen und nötigenfalls sogar mehr. Hier haben wir noch eine Besonderheit vorgesehen, nämlich eine Flachantenne, um den digitalen Satellitenrundfunk vom TV-Sat mit einzuspeisen. Sie sehen, hier geht es zunächst von der Flachantenne auf einen DSR-Umsetzer. Das ist dieser Empfangsgerät, der Empfänger DSR, digitaler Satellitenrundfunk-Umsetzer. Und dann folgt hier eine zweite Einschleusweiche. Sie sehen, hier kommen die Antennenkabel von der terrestrischen Antenne und die wird dann zu der zweiten Einschleusweiche geführt. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen, das ist alles durchaus eine überschaubare Angelegenheit. Und bedenken Sie, dass Sie auch das Telekom-Kabel nicht ohne weiteres in Ihre schon vorhandene Anlage einspeisen können. Auch da sind Umbauten nötig und die verursachen zusätzliche Kosten, nicht zu sprechen von der Anschlusspauschale. Nun, Thomas Friedrich wollte es auch einmal wissen und hat in seinem Haus in Bonn eine solche Einkabellösung eingebaut. Thomas, ich glaube, hier kommst du gerade mit der ganzen Bagage. Ja, wie bei dir schon, passt auch bei mir alles in den Kofferraum, sogar noch verpackt in Karton. Dazu gehört die Parabolantenne, 100 Meter Antennenkabel, 4 Satellitensteckdosen, der Einspeiseverstärker und die Satellitenreceiver. In Altbauten existiert oft zur nachträglichen Modernisierung des Leitungsnetzes ein Kabelschacht im Treppenhaus. Wenn man diesen dann, wie hier bei mir, öffnet, dann ist nichts einfacher, als ein Kabelrohr durch alle Etagen bis ins Dach hochzuziehen. Achtung, Dietmar, das Rohr kommt. Okay. Der Vorteil der Einkabellösung kommt hier besonders zur Geltung. Und zwar braucht man tatsächlich nur ein Rohr zu verlegen. Hör mich ab. Durch das dann das Koaxialkabel ohne Mühe von Etage zu Etage durchgezogen wird. Stopp, das reicht. Moderne Antennenkabel haben nicht nur eine äußerst geringe Dämpfung, sondern sie sind auch zweifach abgeschirmt, sodass bei ordnungsgemäßer Verlegung eine Störung von Anlagen in der Nachbarschaft ausgeschlossen ist. Jürgen, das kann losgehen. Ja, ich ziehe das Kabel jetzt durch. Okay. Ordentlich verlegt heißt auch, dass Sie die richtigen Antennensteckdosen, sogenannte Satellitendurchgangsdosen, vorsehen. Eine davon wird hier gerade montiert. Das Koaxialkabel ist übrigens im Nu abisoliert. Wie das genau gemacht wird, das beschreiben wir im Hobby-Tipp. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das auch für Laien kein Problem ist. Um sowohl die Programme über die vorhandene Dachantenne als auch über die Satellitenschüssel ins eigene Kabelnetz einzuspeisen, wird der schon beschriebene Einspeiseverstärker in dieser Dachkammer hier montiert. Daran werden dann die diversen Kabel angeschlossen. Eins führt zur Dachantenne und 2 weitere zur Parabolantenne.
Die Frequenzen vom Satelliten und die der terrestrischen Antennen münden dann zusammen in ein Kabel, das alle angeschlossenen Wohnungen versorgt. Daher der Begriff Einkabellösung. Häufig passt die Parabolschüssel, wie hier in meinem Fall, noch an den vorhandenen Mast der bisherigen Antenne. Dann brauchen Sie nur den Tragarm anzuschrauben und anschließend die Schüssel daran zu befestigen. Im Hobbytipp beschreiben wir, wie gesagt, ausführlich, wie Sie die Antenne auf den gewünschten Satelliten ausrichten. Hier wird dann noch der neu entwickelte Doppel-LNC angeschlossen. Auf ihm bündelt der Parabolspiegel die aus dem Weltraum vom Satelliten eingefangenen Wellen. Zum Schluss wird noch die Witterungsschutzkappe übergestülpt und festgeschraubt. Ab jetzt ist die Gesamtanlage empfangsbereit. Ich muss sagen, trotz aller Sorgfalt waren wir doch überrascht, als nach dem Einstecken des Koaxialkabels in einen der Satellitenreceiver ein bestechend scharfes Bild auf der Flimmerkiste erschien. Und so war es letztlich in allen vier Etagen. Als Captain und stolzer Vater sage ich euch, das ist der glücklichste Moment in meinem Leben. Voller Zufriedenheit stellen sich hier die Hausbewohner und auch schon einige Nachbarn vor, die Interesse bekundet haben, über die Grundstücksgrenzen hinweg das hausinterne Kabelnetz mitzunutzen. Technisch ist es ohne weiteres möglich, mit einer derartigen Gemeinschaftsanlage bis zu 16 Wohneinheiten zu versorgen. Herrlich, wie du die ganze Nachbarschaft zum Gruppenbild vereinigt hast. Haben die Hausbewohner denn auch mit bezahlt? Alle haben bezahlt und sind sehr zufrieden. Und jetzt willst du an die Nachbarschaft ran. Darüber wollen wir verhandeln. Schröpf mir sie nicht zu sehr. Aber Jean, ich bin doch kein Beutelschneider. Okay, apropos Bildqualität, liebe Zuschauer, es gibt mehrere Möglichkeiten für den Anschluss des Receivers an das Fernsehgerät. Bei älteren Fernsehern, da bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als über die Antennenbuchse reinzugehen. Hier, diese Receiver haben da auch so einen Ausgang und den führen Sie dann in den Antenneneingang des Fernsehgeräts. Qualitativ am besten ist aber der Anschluss über den EuroSCART-Stecker. Der Thomas hat das ja eben schon angedeutet. Und gerade den halte ich für so wichtig, dass ich da noch mal kurz drauf eingehen will. Kommen Sie da mit mir in die gute Stube hier von uns. Ich meine, hier haben die Europäer sich endlich mal auf was Gutes geeinigt. Mit diesem Stecker sind sie nämlich auf alle möglichen Fernsehnormen, die in der Diskussion sind, voll eingestellt, ausgerüstet. Schauen Sie, hier, so einfach ist das. Sie haben hier unten den Receiver und da brauchen Sie dann nur noch den Stecker in den Fernseher reinzustecken. Und Sie können dadurch zum Beispiel das wesentlich bessere Bild von D2 Mark voll ausnutzen. Achten Sie deshalb unbedingt beim Neukauf von Fernsehgeräten darauf, dass diese SCART Buchseneingänge haben. Bei kleineren Fernsehgeräten gibt es in der Regel wahrscheinlich nur einen, aber besser ist es sogar noch zwei, wie bei diesem größeren hier. Hier haben wir diese beiden, denn dann können Sie auch vom Videorekorder oder anderen Quellen wesentlich bessere Bilder bekommen. Die sind ja auch mittlerweile qualitativ sehr hochwertig, die Bilder. Und zum Beispiel können Sie sich dann die Hobbitek aufzeichnen und wirklich in exzellenter Qualität anschauen. So, wollen wir ihm aber mal den Hals rumdrehen. Ja. Leider gibt es aber immer noch selbst europäische Hersteller, die bei kleineren Geräten auf diese Anschlussmöglichkeiten verzichten, vielleicht um ein paar Mark zu sparen. Zeigen Sie denen, die keinen EuroSCART-Buchsen haben, in Zukunft die kalte Schulter und lassen Sie das Gerät im Regal stehen. Wenn es auch billiger ist, nachher wird es umso teurer. Übrigens, Sie können auch mehr Eingänge vom EuroSCART haben, dann brauchen Sie hier so eine Kasten, so eine Box. So, Thomas, du hattest am Anfang da eine schöne Grafik. Da gab es noch andere Zugangsmöglichkeiten zum Fernseher. Wie war es? Ja, Jean, den Videorekorder hast du ja bereits kurz erwähnt. Dieses Symbol steht für verschlüsselte Programme. Das heißt Programme, die Sie nur gegen eine monatliche Zusatzgebühr empfangen können, wie zum Beispiel das Premiere-Programm. Das kostet im Monat immerhin 39 Mark. Da sehen Sie mal, wie preiswert die öffentlich-rechtlichen Sender sind. Dieses Symbol hier, der sogenannte Joystick, eröffnet die Möglichkeit, Computerspiele zu nutzen. Sie wissen ja, dass es mittlerweile die raffiniertesten Computerspiele auf dem Bildschirm gibt. Gestatten Sie mir an dieser Stelle eine persönliche Meinung. Mit meinem Sohn habe ich vereinbart, dass zwar die Schüssel aufs Dach kommt,
aber die Videozusatzspiele nicht ins Wohnzimmer. Zu erwähnen sind auch noch Bildplattensysteme. Oder die Kamera, mit der Sie den Fernseher zum Monitor machen können. Aber auch Computer und computerähnliche Systeme, die mithilfe der CD Lexika in intelligenten Stichwortregistern erschließen und unter Umständen auch mit bildlicher Darstellung. Mit dem gleichen Gerät kann man aber auch Musik wiedergeben. Oder Lernprogramme durcharbeiten. Auch Textverarbeitung ist möglich. Videofilmer können Grafik und Schrift in ihre selbstgefertigten Videos einblenden, mit vielen Tricks, die dem Ganzen dann einen wirklich professionellen Anstrich geben. Aber Jean, ich weiß, dass du dich aber noch für eine ganz spezielle Finesse interessierst, die nur mit dem Fernseher erschlossen werden kann. Ja, das ist der Videotext, liebe Zuschauer. Für mich ist dieser kostenlose Dienst mittlerweile fast ebenso wichtig geworden wie das Fernsehen selbst. Und da gibt es verschiedene Zeichen. Leider sind die nicht genormt. Zunächst einmal hier dieses. Achten Sie mal genau darauf. Aber auch dieses hier. Und Sie sehen übrigens daneben das Zeichen für den Euroscart-Stecker, auch Euro-AV genannt. Auf beide Zeichen sollten Sie also unbedingt achten, wenn Sie sich ein neues Fernsehgerät zulegen wollen. Und da ich selbst stets an Nachrichten, aktuellen Nachrichten interessiert bin, nutze ich natürlich sehr häufig den Videotext, denn kein anderes Medium, also auch nicht der Rundfunk, nicht das Fernsehen, noch weniger die Tageszeitungen können seine Leistung an Schnelligkeit überbieten. Und ein Druck auf die Videotext-Taste und schon steht Ihnen der Zugriff zu allen möglichen Informationen offen. Das ist überhaupt kein Problem. Sie haben alles, was Sie im Grunde genommen wissen wollen. Wussten Sie schon, dass Sie über Videotext, zum Beispiel des Westdeutschen Rundfunks, ich will da mal draufgehen, des Westdeutschen Rundfunks direkt beispielsweise mit der Ankunft oder Abflugtafel des Flughafens Köln-Bonn oder Düsseldorf verbunden sind? Ich will hier einmal die Seite 562 anwählen. Das braucht immer eine gewisse Zeit, bis sich die Tafel aufgebaut hat. Warum, das werde ich gleich erklären. Aber ich denke, jetzt wird es bald kommen. Sie sehen dann jedenfalls die Startzeiten der einzelnen Flugzeuge, zumindest die Planzeit. Jetzt muss es gleich, da ist es. Sie sehen links die Planzeit und da steht auch die erwartete Zeit. Das ist die Zeit, die tatsächlich letztlich das Flugzeug hier abfliegt. Und Sie können sich also, wenn Sie so wollen, möglicherweise schon zu Hause darauf einstellen, wenn das entsprechende Flugzeug Verspätung hat. Gegebenenfalls werden auch gestrichene, das heißt gecancelte Flugzeuge vermerkt und alles sozusagen live, genauso wie es am Flughafen angezeigt wird. So, ich will jetzt mal hier weiter drücken. So, und Sie sehen, das ist jetzt die Ankunftszeit des Flughafens Köln-Bonn und da sehen Sie auch, dass einige Flugzeuge verspätet haben. Wenn Sie also jemand abholen wollen, können Sie sich auch da schon darauf einstellen. Gleiches gibt es übrigens auch über die anderen Programme, beispielsweise vom NDR. Da bekommen Sie die Ankunfts- und Abflugzeiten der Flughafen Hamburg, Berlin, Bremen und Hannover und im Hessischen Rundfunk vom Frankfurter Flughafen und im Bayerischen Rundfunk. Den wollen wir uns noch mal etwas genauer hier anschauen. Finden Sie übrigens auf der Seite 417 und folgende auch den Flugplan von Nürnberg. Ich halte das alles für einen hervorragenden Service, den Ihnen vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bieten. Nun, für am Börsengeschehen Interessierte ist sicherlich auch die Einblendung der Börsenkurse, und zwar über Videotext ZDF oder ARD, höchst interessant. Sie sind über die Seiten, das will ich mal eben hier anwählen, 142 und folgende direkt mit dem Börsengeschehen, das heißt mit dem Frankfurter Computer an der Börse verbunden. Jede einzelne Kursnotierung bzw. Änderung der Kurse wird hier für die wichtigsten Aktien ebenfalls online ausgewiesen. Sie sehen, Sie können da die Veränderungen deutlich erkennen und das live. Selbstverständlich finden Sie im Videotext auch politische Nachrichten und zwar die aktuellsten, die Sie sich vorstellen können, aber auch unterhaltendes Serviceinformationen, zum Beispiel in den dritten Programmen, selbstverständlich die Kursfassungen des aktuellen Hobby-Tipps. Und wie gesagt, alles zu jeder Zeit, solange das Programm läuft, beziehungsweise noch darüber hinaus während des Testbildes.
Nun, das private Fernsehprogramm Sat 1 hat schon die großen Vorteile von Videotext erkannt und strahlt ihn aus. Die anderen Privaten halten sich noch etwas bedeckt. Ich weiß nicht warum, aber ich meine, die verpassen damit eine große Chance. Besitzer eines Computers können sich die Inhalte auch in ihre Computerspeicher laden, sodass sie etwas schneller zur Verfügung stehen als das System auf dem Bildschirm. Da gibt es solche Zusatzkarten hier oder auch Decodergeräte. Die können Sie so in den PC hineinstecken. Übrigens, hier ist der Anschluss wieder Euroscard oder Euro-AV. Der langsame Seitenaufbau des normalen Videotextes kommt daher, dass von den 625 Zeilen, mit denen das Fernsehbild ausgesendet wird, nur 14 für die Übermittlung der Videotextinformationen genutzt werden können. Die Zeilen sind normalerweise unsichtbar, sie liegen jeweils zwischen den einzelnen übertragenen Bildern. Hier haben wir dies einmal sichtbar gemacht. Das, was hier so flimmert, das ist der digitale Code, der die Information des Videotextes trägt. Für Computerfreaks vielleicht auch wichtig. Die Information liegt direkt so vor, dass Sie sie in der Textverarbeitung unmittelbar verwenden können. Übrigens, liebe Zuschauer, sollte Ihr Fernsehgerät noch nicht Fernseh- bzw. Videotext-tauglich sein, etwas älter sein, dann ist das kein Problem. Für ca. 260 D-Mark gibt es ein solches Zusatzsystem, mit dem Sie den Videotext ebenfalls verfügbar machen können. Gleichzeitig hat dieses Kästchen auch einen Empfangsteil für Sonderkanäle und eine Fernsteuerung. Sie brauchen also Ihr altes Fernsehgerät auf keinen Fall zum alten Eisen zu werfen. So, die Zeit vergeht wieder wie immer im Fluge. Wir müssen leider an dieser Stelle unsere Informationstour rund um das Fernsehen abbrechen. Jetzt noch ganz schnell zum Fernsehschirmspiel. Zunächst zu den Gewinnern der Sendung von vor 2 Monaten. Unser Thema war ja sonnige Perspektiven und entsprechend hatten wir das Bilderrätsel gestaltet. Als Lösungswort kam sozusagen ein wichtiges Motto der heutigen Zeit daraus. Es hieß Vorsicht oder Achtung Sonne. Unter den etwa 1000 Einsendern, die die Postkarte mit der richtigen Lösung eingesandt haben, wurden folgende beiden Hauptgewinner ausgelost. Hier sehen Sie Peter Meyer aus Hindelang und H. Walter aus Erbach. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben jeweils einen tragbaren CD-Player der absoluten Spitzenklasse hier gewonnen mit drahtlosem Kopfhörer. Die Gewinner der Trostpreise, und zwar hier je 15 Hobbitek-Bücher, die 5-Minuten-Kosmetik und 15 Schminken, Pflegen, schönes Haar, werden von uns schriftlich benachrichtigt. Ja, und hier noch die Auflösung des Bildschirmrätsels vom Juli, das Ihnen die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk zu knacken aufgegeben hatten. Aus Glas und Auge entstand Glasaugen. Die Gewinner werden in der September-Hobbitek bekannt gegeben. Wenn Sie diesmal wieder beim Bildschirmrätsel mitmachen wollen, dann besorgen Sie sich noch schnell einen Filzschreiber. Es lohnt sich, denn auch heute gibt es wieder 2 CD-Spieler zu gewinnen im Wert von 1000 Mark. Aber auch 15 Bücher, alles über Fernsehen, Video, Satellit, also genau auf unser heutiges Thema bezogen. Ja, ich denke, es lohnt sich also auch für dieses Buch nachher bei unserem Rätsel mitzumachen, denn es hat vor kurzem in einer Fachzeitschrift exzellente Kritiken bekommen. Was den Hobby-Tipp anbelangt, den Sie ja von uns kostenlos auf Wunsch zugesandt bekommen, verfahren wir wie immer. Voraussetzung ist, dass Sie uns einen solchen DIN C5-Umschlag, das ist doppelte Postkartengröße, zuschicken und der muss dann mit einer D-Mark Briefmarke hier versehen sein und mit Ihrer Adresse natürlich. Vergessen Sie nicht, nach zusätzlich auch noch Drucksache drauf zu schreiben, denn sonst kann es nach Porto kosten, weil der Hobby-Tipp sicherlich wieder schwerer wird als 20 Gramm. So, jetzt noch was ganz Wichtiges. Packen Sie diesen großen Umschlag am besten in einen solchen kleinen hinein hier und schicken Sie den an unsere Adresse WDR Hobbitek Stichwort TV-Empfang 5000 Köln 100. Das Stichwort ist ganz wichtig. Haben Sie aber bitte etwas Geduld. Es kann erfahrungsgemäß 2 Monate dauern, bis Sie den Hobby-Tipp in Händen haben. An diese Adresse senden Sie dann auch bitte die gesonderte Postkarte mit dem hoffentlich richtigen Lösungswort. Während der Jean jetzt das Fernsehschirmspiel vorbereitet, verrate ich Ihnen schon vorab die Videotextseiten, auf denen Sie die Kurzinformationen zu dieser Hobby-Tipp finden. Links sind sie eingeblendet. Suchen Sie sich die Seite heraus, die Ihrem Sendegebiet entspricht. So, Jean, wie ist es? Bist du bereit? Ja, selbstverständlich. Aber Sie auch, verehrte Zuschauer, kommen Sie ganz schnell noch an Ihre Mattscheibe. Hier an dieser Stelle beginnen wir und unser Kreuzchen hier geht jetzt auf die Reise. So herum.
bis zum Ausgangspunkt. Jetzt zweiter Ansatz an dieser Stelle. Hierhin ein gerader Strich. Dritter Ansatz hier. Und vierter Ansatz hier. So, das wäre die Figur. Und ich darf Ihnen jetzt schon verraten, dass es sich um einen Begriff handelt, der in der Sendung vorgekommen ist. Er hat Symbolcharakter. Viel Spaß bei der Lösung. Das war's für heute. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir haben Ihnen wieder nützliche Informationen gegeben. Wir sehen uns wieder im September mit einer Sendung, die sich unserer unmittelbaren Zukunft widmet. Wir wollen uns endlich mal um den Nachwuchs kümmern, auch den der Hobbitek. Unser Thema Mutter, Vater, Kind. Wir haben da so sicherlich manche interessanten Tipps für Mütter, Väter und solche, die es werden wollen, auf Lager. Wir werden Ihnen zeigen, dass Kinder haben Spaß macht, aber auch das andere. Punkt, Punkt, Punkt. Freuen sich jetzt schon auf diese Hobbitik. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Dankeschön. Und knipp dich an. Aber ich hab mir gesagt, sei doch einmal selbst der Mann. Schaff dich mal, das ist nicht schwer. Hobbitik im WDR. Schalt mal ab.